Let's start again. Moin, jetzt wärst du zum ersten Reden und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Kodemode, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ich befinde mich hier noch immer im Nether und ich habe keinen Plan, Leute, wo ich hingehen soll. Denn Hans hatte mir nicht gesagt, in welche Richtung ich gehen soll. Ich weiß nur eins, wenn ich aus dem Portal wieder rausgehe, dann komme ich irgendwo im Nirgendwo raus. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich mich dann doch vielleicht erst einmal auf die Suche nach dem Elementar des Feuers begebe. Das soll sich ja irgendwo hier an diesem komischen Ort befinden. Letztes Mal bin ich irgendwie hier in diese Richtung gegangen. Oh, da hinten ist ein Manticore am Fliegen. Den werden wir jetzt auf jeden Fall erst einmal töten als allererstes. Vielleicht habe ich ja Glück und der gibt mir sogar noch ein Ei. Oh, der ist sogar auf Hardened gestellt. Das heißt, er ist ein bisschen stärker als sonst. Aber kein Problem, kriegen wir trotzdem gut hin hier. Ja, den erwischen wir ja sehr gut. Habe ich nicht meinen Bogen sogar noch mit? Ja klar, habe ich ja hier. So, zack. Sehr schön, erledigt. Sehr geil. Leider kein Ei gedroppt, schade. Hätte ich jetzt echt gerne bekommen. Ja, hier sind diese komischen Hühner am rumlaufen. Ich habe keinen Plan, Leute, wo ich hingehen soll. Ich laufe jetzt einfach mal hier kreuz und quer durch die Gegend. Ja, hier geht es nicht weiter. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht sollte ich mal nach oben gehen. Hier oben rum lang oder so. Ich weiß es ja nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie einen riesigen Tempel oder so finden. Das kann ja auch nicht so schwer sein, einen Tempel zu finden. Und dort das Elementar des Feuers müssen wir dort bergen. Aber keine Ahnung, wo ich dafür hin muss. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang, aber hier ist auch nichts. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Vielleicht da hinten links rum oder so. Da oben scheint auch eine kleine Lücke zu sein. Vielleicht gehe ich mal dahin. Dann gucken wir mal, ob wir da was finden könnten oder so. Mensch, ey, Hans hätte mir zumindest irgendwie einen Hinweis oder so vorher geben können, wo ich diesen Tempel finde, wo ich das Elementar bergen soll. Weil ich weiß doch gar nicht, wo dieser Tempel jetzt ist. Wie soll ich den denn finden, wenn ich nicht weiß, wo der ist? Vor allen Dingen, normalerweise müsste ich den doch schon längst sehen. So einen riesigen Tempel, den kann man doch nicht übersehen, ey. Ich gehe mal jetzt hier lang, vielleicht finden wir hier irgendwo was. Vielleicht da hinten oder so. Hier scheint aber auch eine riesige Höhle zu sein oder so dort. Und keine Ahnung, vielleicht ist da was. Ich kann mir vorstellen, dass der Tempel bestimmt in einer riesigen Höhle oder so steht. Das sieht da hinten. Da kam schon irgendwas. Ich konnte was im Nebel erkennen. Keine Ahnung, was es war. Da, ich sehe es schon wieder. Das sieht aus nach dem Tempel. Das sieht nach dem Tempel aus. Oh ja, oh ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich gelaufen bin genau. Keine Ahnung, von wo ich jetzt gekommen bin. Es sind aber noch ganz viele von diesen Manticore-Viechern, ey. Ich muss aufpassen. Federfall habe ich ja. Sehr schön. Kriege ich schon mal kaum Schaden. Und dann kämpfen wir jetzt erstmal hier gegen diese ganzen Manticores, weil ich will versuchen, vielleicht kriege ich ja ein Ei von einem. Dann kann ich mir nämlich auch so ein Vieh züchten. Hä? Ist der verschwunden? Der ist abgehauen. Nee, da hinten ist er. Den muss ich jetzt irgendwie versuchen, ob ich den mit dem Bogen erwischt kriege. Der haut nur so schnell ab. Der fliegt die ganze Zeit weg. Wo ist der jetzt hin? Jetzt schon wieder weggeflogen oder wie? Hä? Ich glaube, ich drehe durch. So, erstmal diesen Skorpion jetzt mit dem Bogen abschießen hier. Vielleicht habe ich dann, ja, okay, der ist mit zwei Schüssen tot. Das ist schon mal easy going. Da unten haben wir noch einen Manticore. Oh, da ist ein Gast. Ah, ein bisschen zu hoch geschossen. So, zack, sehr schön. Den haben wir schon mal erledigt. Das ist ein Magma-Slime, so wie das aussieht. So, und jetzt schießen wir hier schön den Manticore, wenn ich ihn treffe. Ja, ja, so, sehr schön. Den haben wir einmal getroffen. Ah, ich glaube, es ist besser, wenn ich hier erstmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, gar keinen Schaden bekommen. Alles klar. Also gegen Fallschaden bin ich anscheinend jetzt immun im Moment. Oh Gott, oh Gott. Erstmal gucken, dass wir den Kollegen hier zerlegen. So, sehr schön. So, und jetzt kümmere ich mich erstmal um die ganzen Manticores, die hier rumfliegen. Und um diesen Slime, um diesen riesigen. Oh Gott. Oh, sehr schön. Zerlegt, zerlegt. Hier, komm schon. Kommt her. Der Kevin ergibt euch hier mit seinem mächtigen Eisdrachenschwert. Vor euch habe ich mit Sicherheit keine Angst. Ich glaube, die One-Hit ich sogar so. Ja, sehr schön. Ich höre den Manticore. Kommt der hier an? Ja, da kommt er. Und zack. 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 Und zack. Uiuiui, die halten aber viel aus, so ein Manticore, ne? Ne, der hat aber wieder kein Ei gedroppt. Schade. Tränen habe ich bekommen. Das scheint auf jeden Fall der Tempel zu sein. Und der ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer bewacht. Das wird nicht leicht, da reinzukommen. Aber ich werde mein Bestes geben, um auf jeden Fall das Elementar des Feuers irgendwie zu bergen. Ich habe noch keinen Plan, wie ich da reinkommen soll. Aber da scheinen überall Soldaten zu stehen oder Wächter. Ja, das sind Wächter. Wie beim letzten Tempel auch. Da waren ja auch überall Wächter. Vielleicht muss ich mich einfach wieder da auch durchkämpfen. Der sieht auch so ein bisschen aus wie der letzte Tempel. Erinnert mich auf jeden Fall daran. Oh Gott, die kenne ich auch noch. Da scheinen auch irgendwelche Wächter zu sein. Boah, so, sehr schön.
Oh, was ist denn hier? Hier liegt auch irgendwas rum. Das nehmen wir auch mal mit. Ich muss versuchen, ob ich... Vielleicht kann ich mich irgendwie an den... Oh Gott, einer hat mich bemerkt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich mich irgendwie an den vorbeischleichen. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Oh je, oh je. Oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je. Die halten auch einiges aus. Oh, oh, oh. Und die machen auch Schaden. Ja, von denen kriege ich auf jeden Fall auch Schaden rein. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, die Leichen bleiben bestehen. Das sieht aus, als wenn die wieder respawnen. Das sind welche, die wiederbelebt werden. Muss ich aufpassen. Ja, die Haltbarkeit meiner Rüstung ist auf jeden Fall mehr als noch im grünen Bereich. Da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Eieiei, da kommen aber jetzt einige. Ich glaube, ich gehe mal lieber ein bisschen auf Fernkampf und schieße die schön mit dem Bogen ab. Ja, der Bogen reicht auf jeden Fall aus. So. Ja, die Flammen machen denen wahrscheinlich, glaube ich, nicht so viel Schaden, obwohl es geht. So, der Manticore da, der da rumfliegt. Versuchen wir jetzt auch mal mit dem Bogen Feuer zu erreichen. So, sehr schön. Er hat wieder kein Ei gedroppt, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh, der ist über die Mauer gesprungen. Habt ihr das gesehen? Der ist eben gerade über die Mauer gesprungen. Uiuiuiui. Meine Güte, die sind ja gar nicht so dumm. Auch wenn man eigentlich von Ogern denkt, dass sie dumm sind. Aber diese Wächter hier, die scheinen nicht dumm zu sein. Scheinen schlau zu sein. Mal ein bisschen aufpassen hier. Ah, da kommt schon der nächste und da auch. Uiuiuiui. Muss ich jetzt auf jeden Fall von mir ein bisschen fernhalten. So, zack. Sehr schön. Hey, da ist ja gar kein Eingang. Wie komme ich denn? Muss ich da vielleicht oben über diese Teile drüber? Obwohl, guck mal, da ist irgendwie... Was ist das denn? Ein mächtiger Ziegenkopf oder so? Das sieht aus wie so ein Widderkopf oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber... Ja, das sieht aus wie so ein Dämonenkopf. Okay, da scheint, glaube ich, auch ein Eingang zu sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Tor oder so. Jetzt erstmal nach hier hinten, ess erstmal was. Da ist auch wieder so ein komisches Höllenhuhn. Keine Ahnung, was hier abgeht, ey. Ja, das sieht aus wie so ein Kopf von einem Dämon oder so. Vielleicht ist das der Kopf von dem Wächter, der da drinnen haust. Ich weiß es nicht. Der auf das Elementar wacht oder über das Elementar wacht. So, erstmal jetzt die Viecher hier schnell töten, damit ich dann den Eingang habe. Gott, ich hoffe, ich komme da jetzt so rein. Nee, das funktioniert nicht. Ach, ich habe eine Idee. Haha. So. Den Haken wieder reinholen. Oh Gott, jetzt kommen viele. Oh je, jetzt muss ich aber gut kämpfen. Oh Gott, hoffentlich. Oh, hoffentlich schaffe ich das. Das sind echt ziemlich viele. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da kommen immer mehr. Ich darf mich nicht weiter in die eine Richtung hier drängen lassen. Oh Gott. Eieiei. So, der eine. Oh ja, okay, die spawnen hier drinnen sogar. Die sterben zumindest. Das ist schon mal gut. Oh, Junge, 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 Junge. Das wird jetzt echt langsam. Ja, okay. Ja gut, ich habe es doch gut geschafft. Also zum Glück habe ich echt eine gute Rüstung. Aber die kriegt auch mit der Zeit natürlich einiges ab hier. Das scheint einer zu sein, der gleich respawnt. Aber ich glaube eher, dass der dann draußen respawnt. Erstmal räumen wir hier drin auf. Und ich habe es schon gesehen da. Da hinten links auf der Seite. Guckt euch das an. Wächter der Flammen. Das scheint der zu sein, den ich besiegen muss. Aber da hinten haben wir auch nochmal so einen riesigen Gast. Den werde ich jetzt mal eben töten. Sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe den Wächter der Flammen angegriffen. Oh, aber er kommt nicht. Er richtet nur seine Augen auf mich. Vielleicht kommt er, wenn ich hier alle seine Diener besiege. Ich weiß es nicht. Vielleicht hängt das mit den Dienern zusammen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, schön, das haben wir geschafft. Müssen wir erstmal hier uns den ganzen Raum freikämpfen, weil ich kann mir vorstellen, gegen so einen Riesen, da brauche ich auf jeden Fall ordentlich Platz zum Kämpfen. Oh, 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 oh. Ekelhaften Wächter hier. Die sind richtig nervig. Die sind richtig, richtig nervig. Oh Gott. So, zack. Aber eigentlich mit dem Bogen gehen die easy. Also da muss ich mir echt keinen Kopf machen. Mit dem Bogen erwischt die sowas von leicht. Da kann ich die direkt erledigen. Ohne Probleme. Da muss ich echt mir keine Sorgen machen. Sehr schön. Haben wir auch. Oh. Zack. 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 Haben wir auch erledigt. Vielleicht müsste der ganze Raum dann erstmal frei sein, sodass ich dann gut gegen den Boss kämpfen kann. Und dann hoffe ich, dass ich den auch bezwungen kriege. Ich bin mal gespannt, Leute. Also es haben ja schon einige von euch sehr viele Vermutungen geschrieben, wo die nächsten Elementare sich befinden könnten und was für Elementare. Ich weiß nicht, vielleicht kann uns Hans ja auch mal ein bisschen mehr über die Elementare demnächst erzählen, was es für Elementare noch gibt oder so. Weil das würde mich mal interessieren. Also wir haben jetzt das des Eises, des Feuers. Ich kann mir vorstellen, dass es noch Erde, Wasser und sowas gibt. Und Licht und Schatten und so ein Kram. Das sind ja alles Elemente. Wer weiß, wie viele das sind. Ich weiß es nicht. Aber da muss uns... Oh Gott, greifst du mich an? Wow, ein Höllenpferd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
mit dir? Ist ja alles böse unten. So, und jetzt den letzten hier. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen Platz zum Kämpfen. Sehr schön. Und jetzt wage ich mich an diesen riesigen Wächter ran. Ich glaube, dafür tue ich erstmal einen Potion einnehmen. Oh Gott, er kommt auch schon. Boah, der hält... Okay, der hält gut was aus. Der hält gut was aus. Ah, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Der macht auch Schaden. Ah, es geht eigentlich, aber ich muss vorsichtig sein. Ich darf nicht zu offensiv sein. Ja, ich muss auch zwischendurch mal was essen einfach. Ah, zum Glück ist der relativ langsam. Vielleicht kann ich den sogar mit meinem Bogen gut erwischen. Ja, der Bogen macht auch richtig gut Schaden. Junge, 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 haut der Bogen rein. Oh, der ist... Aber der wird immer schneller. Was ist denn jetzt los? Ach, herrje. Der wird immer schneller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ja. Oh, komm schon. Oh, ich habe ihn schon auf der Hälfte. Auf der Hälfte habe ich ihn schon. Sehr gut. Einfach mit dem Bogen weiter. Wenn ich schön mit dem Bogen kämpfe, dann kann ich das vielleicht schaffen. Sehr geil. Er wird auch durch den Bogen immer wieder zurückgestoßen. Das ist sehr gut. Oh Gott, oh Gott. Er kommt näher, er kommt näher. Und weglaufen, weglaufen, weglaufen. Und weiterschießen. Und nochmal. Und nochmal. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich erwische ihn gut, ich erwische ihn gut. Der ist aber auch nicht gegen Feuer immun. Er kriegt durch das Feuer Schaden. Haha, sehr schön. Oh Gott, was ist das denn? Diamanten, 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 Diamanten. Und da, da, das muss das Elementar des Feuers sein. Elementar des Feuers, ja. Wir haben es gefunden, Leute. Sehr schön. Und was habe ich hier? Stichflamme. 13 Schaden. Das macht ein bisschen mehr Schaden als mein Schwert jetzt, was ich aktuell habe. Das sieht auch nicht schlecht aus, das Schwert. Scheint ein geiles Schwert zu sein. Und dann habe ich noch richtig, richtig viele Diamanten bekommen. Sehr geil, daraus kann ich mir dann nochmal eine Rüstung anfertigen. Oder ich kann jetzt sogar bei Bernd, je nachdem, das Schwert mir leisten, das teure. Ey, auf dem reitet ein Schwein. So ein Schweinesoldat reitet da auf dem Manticore. Okay, den muss ich jetzt töten. Ich will das Ei haben, wenn er eins hat. Ich will so ein Manticore-Ei haben. Bitte. Schade, der hat keins gedroppt. Okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier rauskomme wieder, Leute. Ich weiß aber auch nicht mehr, der Weg... Aber wie war der Weg denn zurück? Das ist das Einzige, was ich mir absolut gar nicht gemerkt habe. Wie es zurückgeht. Oh Gott. Versuche jetzt irgendwie... Autsch. Irgendwie hier vorwärts zu kommen. Mit dem Teil. Bewegt mich, glaube ich, viel zu wenig fort hiermit, ne? Kann das sein? Könnt mir das mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr der Meinung seid, oh Gott, dass ich viel zu wenig meinen Greifhaken hier benutze. Weil der scheint ja doch sehr nützlich zu sein. Dann werde ich den mal gucken, dass ich den mal demnächst öfters benutze. Ein, dass ich irgendwie von der Richtung hier gekommen bin. Oh Gott. Oh. Zack, sehr schön. Dann gehen wir mal schön hier lang. Und dann gucken wir mal. Ich meine, die Stelle kommt mir doch bekannt vor. Hier war ich doch, glaube ich, schon mal. Bin ich nicht von hier hinten irgendwie? Ja, die Lava, die sagt mir was. Bin doch, glaube ich, von hier gekommen, oder? Das hier scheint, glaube ich, der große Raum zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier oben... Ja, da müsste jetzt fast das Portal schon sein. Da unten. Ja, hier ist das Portal. Sehr schön, Leute. Dann können wir uns jetzt auf den Weg zu Hans machen. Sehr geil. Dann bin ich mal gespannt, was Hans sagen wird. Okay, wir sind wieder zurück. Ich bin gespannt, was Hans zu der ganzen Sache jetzt sagt. Der wird bestimmt auch selbst sehr überrascht sein, dass ich das Elementar des Feuers gefunden habe. Direkt mal Bescheid geben. Hallo Hans, ich bin wieder da und du glaubst nicht, was ich mitgebracht habe. Hallo Kevin, wie geht es dir? Wie läuft die Suche nach dem Elementar des Feuers? Hallo Hans. Ja, ich muss dazu sagen, du wirst jetzt überrascht sein, Hans, ne? Aber ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden, obwohl du mir nicht gesagt hast, wo der Tempel war. Und beim nächsten Mal möchte ich bitte, dass du mir Bescheid gibst, wo ich danach suchen soll, was ich suche, ja? Weil ich bin da rumgelaufen, da in dieser komischen, heißen Höhle da, wo du mich hingeschickt hast. Und hatte echt gar keine Ahnung, wo ich suchen soll. Also, ne, nächstes Mal, wie gesagt, wäre es ganz gut, wenn du mir da ungefähr eine kleine Wegbeschreibung geben könntest, wo ich hin soll. Und da mich nicht im Dunkeln tappen lässt, ja? Was? Du hast es gefunden? Leg es bitte gleich oben in die Kiste. Ich beginne sofort mit meinen Forschungen. Ich kann dir in Kürze auch mehr zum nächsten Elementar sagen. Dafür wirst du dich an einen sehr düsteren und gefährlichen Ort begeben müssen. In Kürze erzähle ich dir mehr dazu. Das klingt auf jeden Fall nicht gut. Warum kann ich nicht mal an einen hellen, schönen Ort, Hans? Und... Warum muss ich immer an so düstere und gefährliche Orte? Ich habe hier noch die restlichen Flaschen. Die gebe ich dir wieder, ja, weil ich die einfach nicht brauche. Und ja, dann lege ich das Elementar des Feuers mal oben in die Kiste. Und tue es zu dem Elementar der Kälte. Sehr schön. Jetzt haben wir schon das der Kälte und des Feuers, Leute. Wir haben schon zwei Elementare mittlerweile. Nice. Ich würde sagen, wer bis hierhin geguckt hat, der schreibt einfach mal Hashtag Edefeuer in die Kommentare, damit ich sehe...
Oder nee, Kältefeuer. Hashtag Kältefeuer schreibt ihr in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, weil dann sehe ich ja, dass ihr euch das angeguckt habt. Und Lisa ist auch da. Ja, ich lasse Lisa mal am besten in Ruhe. Ich lege mich schlafen. Und dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, das war es auch schon von der heutigen Folge gewesen. Wir haben heute genug geschafft. Wir haben das Elementar des Feuers erfolgreich zurückerobert für die Minecraft-Welt oder für die Welt von Kuddelmuddel. Sehr schön. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen und hoffen, dass uns Hans mal Bescheid gibt, wo wir das nächste Elementar finden. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich habe ein richtig geiles Schwert bekommen. Und morgen werde ich mir bei Bernd erstmal das andere Schwert noch kaufen, weil das scheint ja noch mächtiger zu sein. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bewertet natürlich das Video wie immer sehr objektiv. Also wenn euch was nicht gefallen hat, dann könnt ihr das natürlich auch gerne anmerken, indem ihr Feedback in die Kommentare schreibt. Wichtig ist halt einfach nur, dass ihr auch wirklich das sachlich schreibt. Und ansonsten, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Kuddelmuddel verpassen wollt, weil es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.